Ja, nächste Folge, Crash. Und du bist immer noch so hässlich. Kleiner Scherz, hatte damit nichts zu tun. So, ich wollte einfach mal... Ja, wir sind zurück. But the Insane Trilogy. So, alles klar. Ja, Fun Fact, ich habe 50 Leben, weil ich habe gecheatet. Nein, habe ich nicht. Ich glaube nicht mal, dass es einen Lebenscheat gibt. Aber pass auf. Es gibt, also diese mit 4 Leben hier durch, das kannst du vergessen. Das ist einfach utopisch. Und deswegen gibt es jetzt eine neue Methode. Was heißt neu? Also es gibt eine Methode. Die habe ich ja nicht erfunden, die habe ich auch nur geklaut. Wie man Leben farmen kann. Das kann man in Behaving sehr, sehr, sehr gut. Ach ja, die Maske habe ich von gerade noch. Das dauert, ich sag mal, 10 Minuten. Dann hätte man 99 Leben. Ich habe nur bis 50 gemacht, weil so viel Bock hatte ich dann auch nicht. Prinzipiell sehr einfach. Man stellt sich einfach hier hin. Und dann, sobald die erste draußen ist, sliden und drehen. Dann kriegt man Leben. Sliden, drehen, Leben. Sliden, drehen, Leben. Sliden, drehen, Leben. Ich glaube, ihr seht das Prinzip. Es ist wirklich sehr, sehr einfach. Ja, leider bin ich jetzt, habe ich auch keinen ordentlichen Neutral Slide Spin mehr. Das heißt, kannst du dich verpissen? Das heißt, ich kann auch nicht mehr wirklich davonlaufen. Ist ein bisschen blöd, aber passt schon. Ha! Weiß wenig zu dir, genau in die scheiß Fresse springen mal wieder. Ah, das ist so viel Spaß, Alter. Verpisst euch. Ja, das ist Millimeterarbeit. Na, okay. Die Nitro können sie also mitnehmen. Das hätte eigentlich schon vorher funktionieren sollen. Na, egal. Verpisst. Locker. Ja, und ich glaube auch mit mehr als 4 Leben lässt sich's ganz gut spielen, ist nur. Ja, deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich bei den, oder bei einem Speedrun, das macht man natürlich nicht im Speedrun, weil da braucht man keine 98 Leben. Oder muss generell nicht Leben farmen, aber es ist natürlich sehr nützlich. Da bist du euch. Oh, komm. Es ist natürlich sehr nützlich. Und deswegen, ja, finde ich, oder ist gut, dass ich den Trick da gesehen habe, mal. Boah, das könnte reichen, aber ich will es gar nicht riskieren. Aber es hätte bestimmt gereicht. Hui, oh, tschüss. Ah, nein, ich bin gestorben. Oh, das ist ja ärgerlich. Hoffentlich habe ich einen Edelstein noch. Ach, habe ich! Das war Karma. Ich dachte, ja, soll ich noch warten, noch mehr warten, nochmal, kommt nichts. Und dann gehst und genau dann kommt's natürlich. Okay. Kann ich verpissen? Danke für den diagonalen Boost. Oh mein Gott. Ich verstehe nicht, warum das Ding mich gerade nach vorne geboostet hat. Nicht diagonal so. Andersrum. Warum es mich diagonal geboostet hat, nicht nach vorne, so wie es sollte. Das ist genau so. Und dann mescht man Slide und es wird einfach ignoriert. Gutes Spiel. Mann, gut, dass ich 50 Leben habe. Ah, jetzt. Na, es geht doch. Es geht doch, Buschi. Was willst du denn da? Ups. Alles easy und entspannt. Okay. Okay. Dann eben nicht. Geht das eigentlich immer noch? Das geht immer noch, cool. So ein Glitch-High, da geht sehr schön von A nach B und hier immer noch. Ach, easy. Das war ja gar nichts. Fun Fact, ich dachte also bevor der Aufnahme dachte ich erst, ja, du brauchst eigentlich Leben und das ist mir der Trick nicht eingefallen. Denkst, ja, machst halt, keine Ahnung, machst Turtle Woods oder so. Wenn's sein, machst du Turtle Woods, keine Ahnung, 5 Mal, dann hast 30 Leben oder so einen Spaß.
Das ist auch so eine Sache. Durch diese Bomben konnte man im Original durch. Weiß dann, übernehmt doch oder lasst die Gegner ganz sein. Aber nicht so ein halbgefickter wieder. Ja. Gut, ich find's gut, dass ich springen durfte. Was soll ich sagen? Das ist ja Turtle Woods, wollte ich sagen. Da schon wieder. Diagonalboost-Dreck. Also Turtle Woods da. Und dann habe ich es probiert. Und dann bin ich Game Over gegangen. Ich bin in Turtle Woods Game Over gegangen. Nur, also... Führt euch das mal zu Gemüte. Im Todesbereich, weil ich zu schnell sein wollte. Und das Problem ist halt, wenn man dieses Spiel schön langsam spielt, ist alles super. Keine Probleme. Aber wenn man dann mal schnell sein will, ne? Ganz komplett vergessen. Hallo? Keine Bienen, okay. Im Original kamen dann trotzdem noch Bienen an, aber scheinbar war es diesen Leuten egal. Na gut. Okay. Ja, in Turtle Woods Game Over habe ich gedacht, könnte ich sonst irgendein Level machen, wo es, weißt du, pro Durchgang 15 Leben oder so, aber... Ja, und da ist mir ja dieses Behaving-Ding eingefallen. Und das ist, glaube ich, der einfachste Weg, um an Leben zu kommen. Wenn man schon in Warp 4 ist. Wenn nicht, dann versag einfach nicht. Keine Ahnung. Ich habe gerade was gegessen. Diese Animation, also mir ist tatsächlich schlecht. Ich sage nur. So. Es fehlen Diganet und es fehlen... Und es fehlt Ruination nicht. Das kann ich dann lassen. Hanging Out und Totally Fly daran anknüpfen. Also drei Level und dann können wir schon zum nächsten Boss. Es geht relativ gut voran. So, Diganet, jetzt. Nicht sterben, aber unironisch. Ich glaube, ich nehme es ganz langsam. Weißt du, so richtig so. Ganz, ganz langsam. Solange die mich nicht mit Bomben anspucken, was sehr cool wäre. Ganz langsam. Man fühlt sich so richtig casual-mäßig, aber vielleicht muss es einfach mal sein. Vielleicht muss es mal so sein, weil das Spiel es einfach verlangt. So. Wenn ich mich nicht ganz behindert anstecke, ist das die zweite Maske. Okay. Was, dann spuckt er genau dahin, Wichser. Na komm, hast die Victor. Hast die Victor. Weißt du, es war schon super langsam, trotzdem habe ich eine Maske verloren. Also jetzt insgesamt den Level jetzt, also nicht genau da. Aber doch genau da, habe ich mir vergessen. Das funktioniert 100 pro. Pass auf. Na komm, Puschi, was willst du? Zack. Okay. Dann funktioniert es eben nicht, mir doch egal. Als ob ich einen Fick gebe. Oh, auch hier die zweite Kiste sehr schön versteckt. Außer, dass man sie sieht. Das hätte ich nicht gebraucht. Die gehen ja so kaputt, pass auf. 22, danke. Noch nicht gestorben. Es sieht fantastisch aus. Und ich konnte leider immer noch nicht ausprobieren. Das ärgert mich am meisten mit. Ja, außerdem bin ich dämlich, aber das ist ja nichts Neues. Oh Gott. Nichts Neues. Ob der Rückweg kollisionsmäßig, ob das läuft. Ob ich da zurück kann. Ich glaube, es war auch intended im Originalspiel. Also eigentlich müssten sie es übernommen haben. Nur hier durch. 1, 2, 3, los. Checkpoint. Sehr gut. Nicht.
gefickt werden. Schöne Grüße an dieser Stelle übrigens, muss man mal ausrichten, an den Rick, an den Super Flash Crash. Der unter dem Part, wo ich Road to Ruin gemacht habe, hat er gesagt, hat er mich als Legende bezeichnet. Wie ich der Titel ja schon suggeriert hat. Und da muss ich sagen, das nehme ich mir sehr zu Herzen. Das ist angekommen. Natürlich ist es Internet. Was wollt ihr denn? Weißt du, ich mache mir nur Sorgen. Unnötig. Ein bisschen zu spät gedreht. La 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 la. Macht nix. Das Ding ist, dieser Teil hier ist relativ kurz, aber das geht. Verpiss dich! So, und nochmal. Weißt du, also entweder es war intended oder sie haben sie einfach schlecht programmiert. Warum? Dreh ich mich zu spät? Ah. Das kann ich dem Spiel nur zu höchsten 30% an... 35% ankreiden. Der Rest ist meine Schuld. Außerdem, was zum Fick war das denn? Perspektive war sehr komisch, also ist okay. Sah nicht so aus, als wäre da irgendwas schief gegangen gerade, aber hey. Wer bin ich, das zu beurteilen? Ja, okay. Nein. So, eins. Und nach der Plattform, oder na, am besten schon hier drehen, genau so. Weg, weg, weg. We're safe. Das Ding ist, wenn die das rausgenommen hätten, dann... Die Genet wäre so für den Arsch gewesen. Also noch mehr als sowieso schon. Was, hätte ich den Todesweg hin? Den Todesweg ganz zurück und dann den rechten Weg. Das ist... Das ist tatsächlich scheißegal. Ja, also ich bin froh, dass der Weg noch geht. Alter! Genau in die Fresse gespuckt. In anderen Bundesländern hätte es dafür eine Stelle gegeben. Und hier wird es einfach hingenommen. Was ist denn das? Komisch. Man hat den Dreher sogar eigentlich gesehen, aber das Spiel sagte so, yo. Lass mal nicht machen so. Das Ding ist der schlimmste Teil von Dingen, das ist durch, also es interessiert mich tatsächlich ein Scheißdreck. Vor allem, da ich nicht Game Over gehen kann. Also heißt kann, also ich könnte schon. Da, ich habe mich gedreht und es hat funktioniert, Wahnsinn! Das ist scheinbar nicht selbstverständlich in diesem Spiel. Spuck mir nicht ins Gesicht. Nicht ins Gesicht! La 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 la. Das war tatsächlich Absicht, denn wer es nicht wusste. Okay, alles klar. Das ist ja. Ach, kann ich es also doch noch kaputt machen? Das ist ja interessant. Also, weißt du, wenn ein Gegner, den man nur mit einem Bodyslam besiegen kann, mich tötet, als ich einen Bodyslam genau auf diesen Gegner mache. Kann man sich fragen, ob da irgendwie was falsch gelaufen ist. Aber gut. Das sind ein Kristall und eins. Und aus dem Arsch zwei Edelsteine. Und Road to Ruin, was wir aber schon abgeschlossen haben.
Weil wir dreckige Glitcher sind. Nein, nicht, ich kann nicht sagen Glitcher, das ist ja kein Glitch. Skipper, muss man sagen. Glitch würde heißen, ich hätte irgendwelche Spielmechaniken, die so nicht gedacht waren, ausgenutzt habe. Habe ich ja nicht. Ich habe es einfach geschafft mit dem High Jump, mit dem Intended High Jump sogar, dahin zu kommen. Nicht meine Schuld, wenn ich mir deinen Weg hinbauen. Versuch gleich nach dem Rutschen zu springen, um weiterzukommen. Das kommt jetzt. Wenn man sonst nichts zu sagen hat. Wir sind 16 Level von 25, also wir haben 16 von 25 Level schon durch. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch notwendig ist. Kann wir überhaupt hinkommen zu diesem Punkt ohne den Slide Jump? Ich bin mir nicht sicher. Okay. Das war meine Schuld. Mal wieder. Oh, 2 Leben. Geil. Die brauche ich ja wirklich. Ah, warte. Oh, ich wollte eigentlich was ausprobieren. Es gibt meines Wissens nach einen Glitch, wenn man Akku hat und von dem Dinger getroffen wird, dann hat man kurze Zeit, um von dem Hangrail, von dem Kletterding. Das hat mich getroffen. Das muss ja eine Wahnsinns-Hitbox haben. Alles klar. Von den Hangrails, dass man dann quasi, ich will sagen, out of bounds klettert, aber ich finde gerade keine gute Übersetzung. Also out of bounds klettert, sag ich damit. Alter, was ist denn das für eine Hitbox, Mann? Das geht nicht, das wollte ich jetzt nur mal testen. Ob ich da glitchheimmäßig von oben rein kann. Das ging im Original, aber das habe ich nicht wirklich erwartet, dass es funktioniert. Das war nur im Sinne der Wissenschaft. Na komm. Verbiss dich. Schade, dass ich schleichst. Okay. Dann gehe ich halt nicht rüber. Mir doch egal. Es fühlt sich alles so casual an. Jetzt kann ich es ausprobieren, aber ich will die Maske nicht verlieren, weil ich die für den Geheimgang gern hätte. Kann ich ja selbst probieren. Den es interessiert. Ob man, wenn man eine Maske hat, sich treffen lassen kann und dann quasi von der Hangrail wegklettern kann, dass man so auf. Ja, dass man an gar nichts lang klettert quasi. An Luft. Das. Ich hätte nicht gedacht, dass der Sprung reicht, aber gut. Danke für den Kristall. Puh. Zack. Schön, wenn man die ganzen Wumpers einfach ignorieren kann. Ja, geil. Genau, weiß genau, das erwarte ich von so einem Spiel und das Spiel liefert halt dann auch. Und das ist doch super. Okay, danke für gar nichts. Alter, verarsch mich nicht. Langsam ist es lächerlich. Dann eben so. Gut. Man kann nicht direkt springen. Man lernt dazu. Ich glaube, generell kann man sagen, wenn man die Originale nicht gespielt hat, ist dieses Spiel okay. Ich meine, sowas wie The High Road oder so und Crash 1 ist natürlich immer noch. Das kann man nicht einfach wegargumentieren, aber. Wenn in den alten Crash-Spielen halbwegs gut ist, ist dieses Spiel noch schlimmer. Wenn man die originale Nummer mit, weiß nicht, mit 5 gespielt hat, damals, dann ist es. Dann ist dieses Spiel okay. Also es ist nicht. Es ist nicht wirklich gut, aber es ist okay. Das
Muss ich mir mal wieder ankreiden lassen. Komm, mir vor, als hätte ich diese Scheißstelle schon mal gemacht hier. Hm, komisch. Muss Einbildung sein. Okay. 2, 3, 4, 5, 6. So, zack. Und Wiedersehen. Das war doch einfach. Das kann man auch deutlich schneller machen, aber also warum? Alter. Also dieses Springen der Nitro sollte ein Effekt sein und nicht mir zufällig in die Fresse springen, dass ich sterbe, obwohl ich nichts dafür konnte. Also wirklich, da konnte ich ja wirklich nichts gegen machen. Das heißt, ich könnte irgendwie das Nitro-Movement vorhersehen. Aber das kann ich nicht. Hitboxen. Also es ist an sich Zufall. Du hast immer eine, keine Ahnung, 5%ige Chance, dass du hier drauf gehst. Egal, was du machst. Und das ist doch schön. Das zeigt mir ein gutes und faires Spiel an. Oder Remaster. Im Original war es... Das war jetzt meine Schuld. Das gebe ich zu. Das davor... Warte, wir mal... Poor Hitboxes. Das ist doch scheiße! Ja, die Maske kannst du in deinen scheiß Arsch stecken. Ja, komm, fickt euch alle. Ey, das ist... wirklich lächerlich auf einem ganz anderen Niveau. Du bist gestorben, weil du schlecht bist. Ja, schlecht, schlecht, schlecht. Deine ganze scheiß Existenz ist schlecht vielleicht. Aber nicht eine... Komm, sagen wir nicht 5, sagen wir, es ist eine 10%ige Chance. So fühlt sich's an. 10%, random 10%, dass du Schaden bekommst. Beziehungsweise ohne Maske stirbst. Gutes Spiel. Lass mich durch da, Buschi. Okay. Das ist sehr interessant. Whoops. Das ging einfacher als gedacht. Immerhin etwas. Über Nitro springen ist so anspruchsvoll, es sollte eine olympische Disziplin werden, glaube ich. Nur so eine Idee. Eine ganz verrückte Idee. Wir sind immer noch in der ersten Folge von der Aufnahme, kann das sein? Wenn ja, dann habe ich dir ganz schön abgeliefert. Ich habe erfahren, dass unsere Gegner für Dr. Nitrus Brio arbeiten, den Erfinder des Evolvo-Strahls. Brio war in der Vergangenheit für unsere Missverständnisse verantwortlich. Er zwang mich, ihn bei seinem Plan für die Weltherrschaft zu unterstützen. Und jetzt schlägt er wieder zu. Er wird versuchen, uns aufzuhalten. Pass auf, Crash. Um die Kristalle zu Engine zu bringen. Das habe ich auch nie verstanden. Warum soll ich die Kristalle zur Engine bringen? Ich habe noch keine 25. Weißt du, ob ich jetzt 20 und später 5 abliefer oder später 25? Ist doch total scheißegal. Ja, das ist, naja. Plothole! Dann wollen wir uns mal der totalen Fliege widmen. Weil, warum denn nicht? Dieses Geräusch. Es ist ein DS-Geräusch. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich könnte. Okay. Ich könnte nicht sagen, woher genau. Ich weiß nur, ich. Also nicht sage bekannt, also vertraut. Hm, okay. Das ist bei Dr. Kawashimas Gehirnjungle, wenn man eine Antwort richtig hat. Genau so klingt das dann.
Okay. Lasst mich in Ruhe. Danke. Zack. Ah, stimmt, der Bereich, ja. Der sieht sehr geil aus, lichtmäßig. Oh, über Nitro-Kisten springen. Ha, was sollte dabei denn schief gehen? Hui. Hui. Das letzte Mal konnte ich noch von TNT-Kisten wegsliden. Mann. Und... okay. Interessant. Da habe ich ein bisschen viel Geschwindigkeit gehabt. Okay. Warten. 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 Zwei Nitro-Kisten. Boss-Dollies. Boss-Bushi. Guter Slide. Da hätte ich auf die, da hätte ich einen halben Zyklus warten müssen. Also wie gesagt, ich glaube, wir haben die Originale so gar nicht mehr im Kopf hat, dann könnte dieses Spiel solide sein, aber also halbwegs, also okay. Kann dieses Glühwürmchen sich verpissen? Das wäre nett. Oh, das ist cool, man sieht tatsächlich, wo die Boxen hier sind. Also im Original war ja komplett zappenduster. Das ist nett. Also ich weiß das wertzuschätzen. Würdest du bitte... Danke. Und jetzt muss ich nur noch bis zum Ende kommen. Hm, das war knapp. Das war free. Und nochmal Unfair-Leben. Jawohl. Einfach mal mitgenommen. Sehr nice. Das Level hätte ich vielleicht 100 Mal spielen sollen, um 8 Millionen Leben zu kriegen. Gibt's einfach viel Leben am Ende. Wobei wahrscheinlich nicht jedes Mal. Die gibt's wahrscheinlich nur beim ersten Mal. Ach, Kleinigkeit. So, totale Fliege, total gerockt. Und bitte.